Hallo und herzlich willkommen zu meiner Motorradreise über den Balkan nach Griechenland. Im ersten Teil geht's bis nach Bosnien und Herzegowina, über Österreich, Italien, Slowenien und Kroatien. Ich überquere die Großglockner Hochalpenstraße, den Asfeldpass, fahre auf den Mangart und besuche das Auenland im Velebitgebirge. Fahre über die Ostalb bis Augsburg, dann Autobahn über München bis zum Inntal, vorbei an Zell am See auf die Großglockner Hochalpenstraße. Ich fahre. Endlich. Ich sitze auf dem Motorrad und bin auf dem Weg nach Griechenland. Die ganze Nervosität, die ganzen Gedanken, wie die Reise wohl laufen wird, ob ich durch manche Länder wegen Corona überhaupt fahren kann, ob ich was vergessen habe, alles verliert an Bedeutung. Ich fahre. Genieße die Fahrt, die Landschaft, das schöne Wetter. Dass ich unterwegs bin, ist nicht selbstverständlich für mich. Anfang des Jahres lag ich im Krankenhaus, weil meine Herzklappe, so der Arzt, offen stand wie ein Scheunentor. OP, Reha, Konditionsaufbau. Am 8. Mai war mein Brustkorb wieder so weit zusammengewachsen, dass ich zum ersten Mal wieder aufs Motorrad durfte. Was für ein Gefühl. Bei Nussdorf am Inn fahre ich über die österreichische Grenze. Kein Mensch da, niemand will was von mir. Vorbei am Walchsee und Zell am See gönne ich mir in Fusch noch einen Kaffee, bevor ich die Großglockner Hochalpenstraße hochfahre, meinem ersten Ziel. Wie im letzten Jahr, als ich mit meinen Kumpels Daniel und Mark hochgefahren bin, hat sich der Spätnachmittag bewährt und ich kann das atemberaubende Panorama ohne viel Verkehr genießen. Karl-Volgert-Haus präsentiert sich der Großglockner ohne Wolken. Ich beziehe mein Zimmer, esse noch einen Hirschgulasch mit Knödel und einem oder zwei Weißbier.
Dieser Gruß gilt meinem Ibuprofen-Chapter Dani, Mark und Alex. Prost! Mit strahlendem Sonnenschein begrüßt mich der neue Tag. Es geht die Großglockner-Hochalpenstraße vollends runter, über den Nassfeldpass, kurz durch Italien nach Slowenien. Zwar schon in Kärnten, aber die Gallbergstraße und das Nassfeld, dem größten Skigebiet Kärntens, kenne ich noch nicht. Grenze ist wieder niemand zu sehen, keine Kontrollen, nix. Ich klebe noch ein Bäberle, also einen Sticker von mir ans Schild und weiter geht's. Die Südrampe bietet italienischen Charme. Die Straßen enger, geflickter, steiler, die Geländer verrosteter. Und das ist wirklich nicht negativ gemeint. Es ist ursprünglicher, romantischer. Mir gefällt das äußerst gut. Ein Stück an der A23 entlang, dann geht es auf der SS54 hoch, am wunderschön gelegenen Lago del Predili, vorbei nach Slowenien.
Es hieß ja, dass die Kontrollen hier besonders stark sein sollen, aber auch hier niemand. Der Blick in den Nationalpark Naravni Spomenik Predilnica ist grandios. Vor dem Viadukt geht es links ab auf den Mangard. Dort wurde zwischenzeitlich eine Schranke montiert und es kostet nun 10 Euro statt 5. Einige Autofahrer haben Angst, fahren möglichst mittig und lassen einen auch nicht vorbei. Eines Moränenabgangs kann man auch nicht ganz nach oben fahren, aber es lohnt sich trotzdem auf alle Fälle. Die Ausblicke sind einfach genial. Oder sie trauen sich nicht, aneinander vorbeizufahren. Und das strapaziert nicht nur meine Geduld. Was war's denn? Ferienzeit. Es ist sehr viel los. Das nächste Mal dann lieber außerhalb der Ferien. We'll be right back.
erfrische mich mit einem kühlen, alkoholfreien Bier, bevor ich erst an der Koritnica, dann an der türkisfarbenen Socha entlang cruise. Ein kleines Stück Autobahn unter Nationalstraße 6 baue ich beim Camp Lana mein Zelt auf und lasse den Abend wieder gemütlich ausklingen. Zur Grenze nach Kroatien ist es kürzer als gedacht. Dafür ist die Länge des Staus an bzw. vor der Grenze umso größer. Hab mich vorgedrängelt. Aber die Autofahrer haben Verständnis. Es ist schon gut heiß. Thank you.
sehr schnell, dass Ferienzeit ist. Auf der Küstenstraße ist die Hölle los. Es ist anstrengend. Erinnert mich daran, dass es Zeit für einen kleinen Snack ist. Oben ist es freilich auch nicht kalt, aber weniger Verkehr und die Straßen werden immer kleiner. Unverhofft stoße ich an die Gaga-Quelle inklusive Mühlenmuseum. Wundervoll. Nur ist es mir zu viel los hier, also weiter. Krustikasee vorbei, der den Fluss Lika aufstaut, bevor ich wieder auf die Nationalstraße D25 komme, die mich Richtung Küste ins Auenland im Velebitgebirge bringt.
dort beende ich den Tag mit einem Bierchen am Lagerfeuer. Heute geht es nach Bosnien und Herzegowina. Ich fahre erstmal weiter bis Karlobag, dann die Küstenstraße entlang bis Rovanjska und vollends auf der Autobahn bis Bosnien. Wow, als ich wieder zur Küste runterfahre, haut mich die Landschaft ziemlich von den Socken. Die weißen Felsen der Inseln und dazu der blaue Kontrast des Meeres. Ich könnte jetzt stundenlang Bilder von der Küstenstraße zeigen, denn so geht das die ganze Zeit. Wegen der Hitze entschließe ich mich dann aber, ab Rovanjska über die Autobahn nach Bosnien und Herzegowina zu fahren. Das erste Nicht-EU-Land auf meiner Reise. Auch wenn die Autobahn langweiliger zu fahren ist, aber es ist inzwischen an die 40 Grad und die Landschaft bietet mit seinen Schluchten, Bergen und Tälern fabelhafte Ausblicke. Meine Befürchtungen, dass es an der Grenze zu Bosnien und Herzegowina irgendwie zu Verzögerungen kommt, sind völlig unbegründet. Natürlich werden meine Papiere kontrolliert. Der Impfpass übrigens nicht, aber die Beamte sind nett. Gleich nach der Grenze verlasse ich die Autobahn und fahre über kleine Sträßchen weiter. Es ist heiß und es scheint, alles und jeder strömt an den Trebizat, um sich abzukühlen. Musik.
der Magistralstraße M6 fahre ich über Kaplinja nach Stolace zum Campingplatz Heaven in Nature. Direkt an der Brigava gelegen, in dem ich mich erstmal abgekühlt habe, gibt es zum Abendessen die leckerste gegrillte Forelle Forever. Bekomme Wassermelone geschenkt und es gibt natürlich auch das ein oder andere Bierchen. Ich schließe dieses Land und seine Bewohner gleich in mein Herz. Die Landschaft atemberaubend, die Leute unglaublich gastfreundlich.